Ich werde jetzt vor 10 Minuten das Mikro an Achim weitergeben. Der wird jetzt über Historie und auch ein bisschen über die juristische Hintergründe uns ein paar Sachen erzählen. Und danach ist die Perrin wieder am Start. Achim. Einen wunderschönen guten Abend, Frankfurt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob denn hier an der Demo überhaupt was dran ist. Denn ich bin ein sehr sozial inkompatibler Mensch. Und ich frage mich natürlich auch, hat es hier überhaupt eine Berechtigung für die Freiheit von Assange auf die Straße zu gehen? Deshalb möchte ich kurz einen Überblick geben, was denn so alles passiert ist, was ihm genau vorgeworfen wird und ob da was dran ist, zu sagen, dass er auf jeden Fall freigesetzt werden muss. Wir hatten im März 2010 hat WikiLeaks Militärdokumente und Videos veröffentlicht zu den Einsätzen in Irak und Afghanistan. Viele von euch kennen vielleicht das Video auf YouTube, wo US-amerikanische Soldaten in einem Helikopter sitzen und wie in einem Videospiel auf Zivilisten ballern und sich gegenseitig anfeuern, noch einen Kill draufzusetzen. Assange ist daraufhin, während er das veröffentlicht hat, nach Schweden ausgereist, weil ihm die dortige Piratenpartei angeboten hat, WikiLeaks auf ihren Servern zu hosten und den WikiLeaks-Servern in den USA die Abschaltung drohte. In Schweden kann man dort, wenn man eine Arbeitsgenehmigung oder eine Aufenthaltsgenehmigung kriegt, hat man als Journalist sehr gute Rechte und das wollte Julian in Schweden erreichen. Im August 2010 gab es dann zwei schwedische Frauen, die Anzeige wegen Vergewaltigung gegen Julian stellten. Im Oktober 2010 wurde dann die Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt, ohne Nennung von Gründen. Obwohl das Verfahren schon gegen ihn lief, haben ihm die schwedischen Behörden erlaubt, nach England auszureisen. Erst nachdem er nach England ausgereist war, kamen dann die Behörden an und jetzt stellen wir einen internationalen Strafbefehl. Er hat sich dann daraufhin 2010 noch in Großbritannien der Polizei gestellt und wurde inhaftiert. Die Dokumente, die er veröffentlicht hat, hat er zusammen mit Chelsea Manning, eine Frau, die beim US-Militär gearbeitet hat, veröffentlicht. Manning wurde dafür 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt, aber schon 2017 von Barack Obama begnadigt. Jetzt sagt das US-Verteidigungsministerium, das Justizministerium würde sagen, ihr steht hier alle vollkommen unbegründet. Es geht ja nicht darum, dass man verfolge Assange ja nicht, weil er Dinge enthüllt hat, sowas würde man in den USA nicht machen, sondern man verfolge ihn, weil er die vollständigen Namen veröffentlicht hat von Menschen und damit Menschen Leben und Leib riskiert habe. Nun ist es aber so, dass wenn man denn die US-Regierung fragt, wurde denn irgendjemand wirklich gefährdet, ist jemand umgebracht worden, weil sein Name veröffentlicht wurde von Julian Assange, dann kann die US-Regierung keinen einzigen Fall benennen. Denn wenn es wirklich so riskant wäre, er hat ja angeblich Namen von Leuten, die in Kriegsgebieten arbeiten, in unstabilen Regimen, dann müsste ja jemand gestorben sein. Doch da kann die US-Regierung nichts benennen. Und sie versteift sich einfach darauf, dass das auch gar nicht ihre Aufgabe wäre, das zu beweisen. Es geht hier um die rein hypothetische Gefährdung, die er gestellt hat. Dann muss man aber weiter gucken. Julian Assange, die Dokumente, die WikiLeaks veröffentlicht hat, wurden vorher von WikiLeaks editiert. Das bedeutet, die Namen und wichtigen sicherheitsrelevanten Hinweise, die Menschenleben gefährden könnten, wurden entfernt, bevor man es auf den Servern veröffentlicht hat. Nun war WikiLeaks allerdings ein bisschen naiv und hat eben auch mit den anderen Journalisten zusammengearbeitet. So eben auch mit The Guardian, dem Spiegel und anderen Zeitschriften. Und was dann passiert ist, ist, dass eben diese anderen Journalisten diese Dokumente veröffentlicht haben, ohne vorher die Namen zu entfernen. Dass der Spiegel ganz, ganz stolz berichtet hat, hey, wir haben alle Dokumenten in klar, ohne, ohne, ähm,
ohne Namensentfernung. Thomas! Das. Und das war dann der Punkt, wo Julian Assange, weil er eben nicht das Interesse hat, wie die US-Regierung behauptet, einfach so durch die Welt zu spazieren und Menschenleben zu gefährden, da hat nachweislich Julian Assange im Pentagon angerufen und hat gesagt, hey, da gibt es ein Sicherheitsproblem. Die US-Regierung hat daraufhin gesagt, was machst du hier für einen Stress, und hat ihn gar nicht durchgestellt. Also sie haben ihn abgewiesen. Er wollte verhindern, dass also diese Namen bekannt werden. Er wollte mit der US-Regierung kooperieren, doch man hatte offensichtlich da kein Interesse dran, mit einem Journalisten zusammenzuarbeiten. Nein, stattdessen versteift sich die US-Regierung darauf, dass die Aufdeckung von Julian Assange, dass das nicht Journalismus sei, sondern dass das Spionage sei, dass das eine Art von Terrorismus sei, um hier kritischen Journalismus mundtot zu machen. Wir haben dann erlebt, dass Julian Assange in England unter Kautionsauflagen frei war und dann in die ecuadorianische Botschaft geflohen ist, dabei seine Kautionsauflagen verletzt hat. Wie schon erwähnt, wurde er dann als 2019, als er inhaftiert wurde, nachdem Ecuador ihm sein Asyl entzogen hat, wurde er in Haft genommen für die Verletzung von diesen Auflagen. Jetzt gibt es in England die Regel, dass man maximal für die Verletzung von Kautionsauflagen 52 Wochen in Haft genommen werden kann. Die englische Regierung hat aber gleich ihm die maximale 52 Wochen Haft angeordnet, ohne jegliche Begründung, und hält ihn auch seitdem weiterhin in Haft und erlaubt ihm keine neue Freilassung unter Kautionsauflagen, nicht unter Fußfessel. Nein, er muss dauerhaft im Gefängnis sitzen. Und damit wird ganz klar unrechtsmäßig gegen die Menschenrechte verletzt und gegen das britische Recht. Nun hat am 12.06., Mitte diesen Monats hat die britische Innenministerin Britel Patel dem Auslieferungsantrag zugestimmt. Das bedeutet jetzt, dass das Verfahren vor dem höchsten englischen Gericht nochmal aufgerollt wird, sofern die Verteidiger von Julian Assange da dem nachgehen wollen. Und es gibt dafür eine Spendenseite, die da ist, von der seiner Frau Stella Morris, wo man spenden kann, um eben dieses Verfahren zu finanzieren. Also wenn ihr Julian unterstützen möchtet, könnt ihr das auf dieser Seite machen. Das heißt Crowd Justice, also wie Crowdfunding, nur in diesem Falle Crowd Justice, wo man eben sich an den Kosten für den Gerichtsprozess, um die Auslieferung von Julian Assange zu verhindern, beteiligen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr weiter auf die Straße geht für die Freiheit von Journalisten, für die Pressefreiheit, für den Rechtsstaat, und übergebe an Perrin mit Musik. Brauchst du das Mikrofon? Ich möchte gerne noch ein türkisches Lied für Julian Assange singen. Ich übersetze euch das. Das ist ein Lied, was ein politischer Gefangener in einem türkischen Gefängnis geschrieben hat. Das war sehr lange Jahre verboten in der Türkei. Und das heißt, nimm's nicht so schwer, meine Seele. Gönül aldır.